Jetzt, nachdem ich die lange Tour hier über die Autobahn, die recht gut befahren war und auch nur zweispurig, es war sehr anstrengend, geschafft habe, bin ich jetzt in den kleinen Örtchen hier rund um Frankfurt-Hahn, Hunsrück. Und jetzt führt mich das Navi nach Rheil an die Mosel. Ja, dann schauen wir mal, wie ich hier so durchkomme. Und schon ruft er mich hier an. Und das war nicht der Michael, sondern das Bestattungsunternehmen wollten noch was mir sagen. Kamera ein bisschen hochstellen. So, ja, jetzt geht's also weiter Richtung Rheil. Und naja, sieht doch schon ganz schön aus hier, die Landschaft, ne? Herrlich. Jetzt sind wir in der schönen Moselregion geschafft. Jetzt muss ich nur noch bis nach Rheil. Ich hoffe, dass ich da einen Stellplatz kriege mit Strom. Jetzt bin ich auch ein bisschen kaputt. Stehen Wohnmobile. Schauen wir mal, ob meine Karte, mein Akku noch reicht von der Kamera. Ich hoffe. Geht nämlich ziemlich dem Ende entgegen. Ohne Blinken, auch nicht schlecht. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Schulstraße. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich hier ankomme. Alter Falter. Rechts abbiegen auf Schulstraße, dann nach rechts abbiegen, um auf Schulstraße zu bleiben. Ich sehe hier keine Schulstraße. Ach du liebe Güte. Okay. Schulstraße zu bleiben. Kerle, Leute. Wo führt die mich denn hier hin?
Oh, Kerle. Das Adrenalinspiegel am Ende der Tour hier. Alter. Meine Fresse. Eieieiei. So. Da unten ist der Stellplatz. Nach 200 Metern links abbiegen auf Burgstraße. Oh. Ja, das hier ist ja der Stellplatz, also ganz gut besucht, alles sehr ordentlich und sauber. Hier ist Fähr- und Entsorgestelle und ja, jetzt laufen wir mal ein bisschen in den Ort rein und gucken uns das mal ein bisschen an. Und hier kann man dann das frische Obst kaufen. Steht da, ungespritzt, je Beutel 500 Gramm 2 Euro. Zum Probieren sind auch ein paar Zwetschgen da. Und dann haben wir hier Pfirsiche und Pflaumen oder Zwetschgen. Ja. Und hier ist der Garten. Frisch gepflückt. Herrlich. Ich vertrage es nur leider nicht, sonst würde ich welche kaufen. Aber ich kann so ein Obst nicht essen. Kein Steinobst. Naja.
find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind. There's no one to blame for your love.